Herzlich willkommen in der Welt der geistigen Auszüge. Ich bin Karin Buchert und heute zeige ich euch, wie man eine Tinktur mit Lavendel und Zitronenmelisse macht, die beim Einschlafen hilft. Ja, dazu brauchst du frische oder getrocknete Lavendelblüten, frische oder getrocknete Zitronenmelissenblätter und 40%igen Alkohol. Für die Einschlaftinktur nehmen wir die Lavendelblüten und geben sie in das Glas. Die können frisch oder getrocknet sein, genauso die Zitronenmelissenblätter. Und dann übergießen wir das Ganze mit einem 40%igen Schnaps oder Korn oder Wodka. Man lässt den Auszug ungefähr 4 Wochen, also eine Mondphase lang, ziehen und seiht ihn dann ab. Wichtig bei der Einnahme ist, dass man 4 bis 8 Wochen zumindest durchhält, um eine Wirkung zu erzielen. Ja, diese Einschlaftinktur nimmst du am besten vor dem Schlafengehen. Ein halber Teelöffel reicht da wahrscheinlich.